Also wir sind ja einfach da an der Wand lang und direkt in die Mine rein. Aber was ist hier lang? Aber das war echt komisch da in der Mine. Dass der ganze Zugang nicht bewacht wird. Und da liegt ja allerlei Werkzeug rum und die Türme und so eine Spule oder dergleichen. Also eine aufgerollte Drahtrolle, die man als Kurbel benutzen konnte. Oder wo eine Kurbel dran war. Naja, die werden schon wissen, was sie da machen. Und hier ist einfach nur eine Sackgasse. Schade, schade. Na gut, also gehen wir jetzt hier zurück am neuen Lager vorbei und dann schauen wir einfach mal. Sonst könnten wir einfach auch am neuen Lager versuchen, ein paar Leute zu verprügeln, um so an Erz ranzukommen. Weil es fehlt ja echt nicht mehr viel. 25 Erz, das ist ein Lacher. Aber so machen wir uns ja nicht unbedingt Freunde. Außer also wir würden uns mit den Schlägern des Reislords anlegen, aber das ist so eine Sache. So, also hier ist die Abkürzung direkt zu den Reisfeldern. Da wollen wir nicht hin. Also wir folgen jetzt dem Weg und anstatt rechts abzubiegen zu der Fischerhütte, gehen wir einfach geradeaus weiter. Dann müssten wir eigentlich Richtung Sumpflager gehen. Das Sumpflager müsste ja in der Richtung ungefähr sein. Aber das ganze Gebiet dazwischen haben wir uns noch nicht angeschaut. So, da ist die Fischerhütte, die wollen wir nicht. Also gehen wir jetzt hier rüber und halten uns dann rechts. Quasi an dem Jäger des neuen Lagers dran vorbei. Rechts dran vorbei. Der müsste ja hier unten gleich kommen. Genau, da ist er schon. Oh, hier ist ja auch ein Weg. Nicht wirklich, nur ein paar Kräuter. Oh, eine Echse. Die nehmen wir doch mal mit. Wenn wir hier irgendwo unbeschadet runterkommen. Das war ein bisschen rutschig, aber gut. So, Echsending, komm her. Wir wollen deine Krallen. Oh, das war ein guter Treffer. Das wird dann wohl einer von diesen kritischen gewesen sein, von denen Sketti gesprochen hat. Also unser erster Schwertlehrer. So, alles mit. Und hier ist der neue Jäger, also der Jäger aus dem neuen Lager. Oh, aber es gibt keinen anderen Durchgang. Den Weg wären wir auch gegangen, wenn wir zum alten Lager zurück wollten. Also so viele Gebiete, wo wir noch nicht waren, gibt es dann wohl doch nicht. Also es gibt noch den einen anderen Wald, den Richtung Sumpflager. Aber da müssen wir schauen, was ist das da oben für ein Turm? Kommen wir darauf? Oh, das Kraut nehmen wir erstmal noch mit. Dann gehen wir mal kurz zurück und gucken, ob wir hier irgendwo hochkommen. Ja, super. Dann schauen wir uns doch den Turm mal an. Sieht aus wie so ein erweiterter oder ausgelagerter Wachposten vom alten Lager, also von der alten Garnison. Aber ist da was? Uah. Aua, das tat weh. Na gut, erstmal was essen. So kann man natürlich auch Fleisch verbrauchen. Wir torkeln einfach durch die Landschaft und fallen überall runter. Das passiert irgendwie in letzter Zeit häufiger. Also einmal sind wir schon im alten Lager nachts runtergefallen. Dann sind wir durch das Loch gestürzt, hinten bei der alten Mine und jetzt schon wieder. So, und da unten ist nix. Oh, da sind diese Snapper. Die wollen wir nicht. Und hier haben wir eine Kiste. Links? Nö. Rechts? Okay, nochmal rechts? Nee. Also rechts, links, links. Ja, Erz. Schöne Sache. Ganz schöne Sache. Grobes Schwert, ja, das ist alles egal. Das Wichtige ist nur das Erz. Und ein Zauberspruch. Na gut. Aber trotzdem ist das Wichtigste von der ganzen Sache das Erz. Das heißt, wir können jetzt einfach zurückgehen, wo wir gerade hergekommen sind und machen wieder einen Abstecher zum neuen Lager. Da können wir der Laris Bescheid sagen, dass wir seinen Auftrag erfüllt haben. Und
und wir können von Wolf die neue Rüstung kaufen. Mit etwas Glück bekommt er sein Erz dann auch gleich wieder zum Verhandeln. Und dann können wir das Erz zurücktauschen durch die ganzen Sachen, die wir gefunden haben. Gehen wir jetzt gerade überhaupt richtig? Ich höre einen Knurren. Unser Magen war das bestimmt nicht. Wir haben so viel Fleisch vertilgt. Könnten wir einen Monat von zehren. Ja, sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also ja, neue Rüstung holen, mit Laris sprechen. Eventuell fragen, ob wir dann noch einen Auftrag bekommen. Weil den im Sumpflager wollen wir ja nicht machen. Also jedenfalls vorerst nicht. Und sonst könnten wir uns noch ein bisschen weiter umhören, ob es da was zu tun gibt für uns. Den Wassermagiern können wir auch noch Bescheid geben. Wir haben deren Nachricht ja auch überbracht, als wir bei den Feuermagiern waren. Dafür müssten wir auf jeden Fall noch eine Belohnung bekommen und eventuell noch einen kleinen Auftrag. Sich mit denen gut zu stellen, dürfte auf jeden Fall gut ankommen. Also vor allem bei den Söldnern, nicht unbedingt bei den Banditen, denen wird das ziemlich egal sein. So, jetzt kommt gleich... Genau, die Brücke. Ah, stimmt. Bei dem neuen Lager gab es ja auch links einen Weg hoch ins Gebirge. Da könnte man später auch nochmal hinschauen. Da hier vorne hoch, wo die Sonne uns gerade blendet. Und auf der anderen Seite das Ufer, da waren wir auch noch nicht. Oh ja, doch. Ein paar Stellen sind da noch. Und vor allem jetzt, wenn wir gleich die bessere Rüstung haben, dann können wir es auch ziemlich sicher angehen, das Ganze. Ich meine, selbst in unserer einfachen Rüstung hier haben wir schon einiges geschafft. Dieses Goblin-Lager, das war schon eine Überraschung, dass wir es geschafft haben. Jedenfalls für mich. Und mit der Rüstung wäre es bestimmt ein Klacks gewesen. Hätten wir fast keinen Schaden bekommen. Wenn die denn auch so gut ist wie gedacht. Also diese Banditenrüstung, die wir jetzt bekommen haben, die war ja schon doppelt so gut für unsere Butlerhose. Mal gucken, wie denn die Schwere ist. Ob die auch doppelt so gut ist wie die hier. Aber vorerst halten wir uns von den Schlägern da fern. Wir wollen erstmal so eine neue Rüstung haben. Was haben die eigentlich für eine Rüstung angehabt? So eine wie wir, oder? Ja. Na gut, dann wären wir denen zwar nicht mehr ebenbürtig, aber es macht das Ganze ein bisschen einfacher. Weil bei dem letzten Zusammenstoß mit denen hatten wir noch unsere Butlerhose an. Und wir haben trotzdem den einen von denen schon niedergeschlagen. Dann hatten wir noch ein ganz wenig Lebenspunkte über. Und dann kam der Reislord mit seinem Zweihänder. Das war halt das Unfaire an der ganzen Sache. So, wo war Wolf? Der war auf der linken Seite. Bisschen weiter hinten, oder? Er gehört ja noch zu den Banditen. Auf der rechten Seite sind die Söldner. Also hier hoch. Und war der oben oder unten im Ring? Ich glaube, ich sehe ihn schon da hinten. Hier ist irgendwo dieser Butch. Das da müsste Wolf sein. Ja. Wir hätten ganz gerne eine sehr, sehr schöne Hallo. Rüstung. Da. Ich suche eine bessere Rüstung. Jetzt, wo du einer von uns bist, kann ich dir eine verkaufen. Schön, wir hätten gern die schwere Rüstung für 1200 Erz. Kannst du mir eine schwere Rüstung verkaufen? Diese Rüstung wird dich vor allen Gefahren schützen. Ich trage sie auch und habe bisher überlebt. Nicht zuletzt dank der Rüstung. Dann schauen wir doch mal. Unsere jetzige Rüstung macht 30 Schutz für Waffen. Die schwere macht 40 Schutz für Waffen. Ha. Na gut, und ein bisschen mehr Schutz vor Feuer. Da habe ich irgendwie ein wenig mehr erwartet. Na gut. Hallo. Tauschen wir unser Erz mal zurück, wenn er es dann hat. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Ja, er hat jetzt schön viel Erz zum Tauschen. Also geben wir ihm alles, was wir an Trophäen haben. Also Häute, Krallen etc. Dann haben wir noch die Äxte, die waren gut was wert, und unsere alten Rüstungen. Also die Banditenkleidung, die Butlerhose und die Schürferklamotten. Sind wir schon fast auf 1200. Und jetzt noch den ganzen Ramsch von den Goblins.
paar rostige Schwerter, Pfeile. So. Und nehmen dann mal alles Erzzeug. Weil wenn wir später den Söldnern beitreten, dann werden wir da auch Rüstung kaufen müssen und die werden auch teuer sein. Wahrscheinlich noch teurer als die hier. So. Annehmen. Ende. Und dann gehen wir mal zu Laris. Oh, nee. Erstmal zu dir hier. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich, aber wie... Das hatten wir eigentlich schon. Ich habe deine Nachricht überbracht. Ah, gut. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Mühen. Oh, okay. Dann hätten wir die Banditen, die Goblins gar nicht überfallen müssen. Geh zur Sa... So, jetzt aber zu Laris. Der war da oben. Bei den zwei Wachreihen, genau. So, nicht den Wein klauen. Hallo. Ja, hallo. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Das ist ja echt komisch. Aber gut, holen wir uns unseren Anteil von Gorn. Und so haben wir vielleicht schon Steine im Brett bei den Söldnern, was ja auch nicht schlecht wäre. Also zumindest bei einem der Söldner. Auch wenn er der korrupte Anteil der Söldner zu sein scheint. So, Gorn war hier am Feuer. Ja, der mit der Axt. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Na komm, trink aus. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fischzug kommt. Kann schon sein. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Bis später. Na gut, wir haben jede Menge Krimskrams bekommen. Das passiert mir nicht nochmal. Geh zur Seite! Leichtes Gardeschwert. Das ist aber nicht wirklich besser als unsere Axt. Na gut. Dann speichern wir mal ab. LP 20.